Du möchtest deinen ersten Kurzfilm drehen, weißt aber nicht, wie du anfangen sollst? Wir erklären dir, was du alles benötigst und worauf du bei der erfolgreichen Planung und der Umsetzung deines Films achten solltest. Die Geschichte steht und du weißt, wie der Film aussehen soll? Sehr gut! Doch bevor der Dreh losgehen kann, solltest du dir diese Fragen stellen. Wo wird gedreht? Ihr braucht einen Ort, der zum Drehbuch und zur Geschichte passt. Achtet darauf, dass ihr an dem Ort auch drehen dürft und holt euch gegebenenfalls eine Drehgenehmigung. Welche Ausstattung braucht ihr? Um die Location lebendiger wirken zu lassen, braucht es auch am Set die entsprechende Ausstattung. Aber Moment, mit wem wird eigentlich gedreht? Dein Film braucht Protagonisten, die handeln und mit der Umgebung interagieren. Sie müssen in der Lage sein, deine Geschichte nach deinen Vorstellungen zu erzählen. Kommen wir zur Technik. Was genau brauchst du alles? Ohne Technik läuft am Set nämlich gar nichts. Um deine Geschichte zu erzählen, brauchst du Folgendes. Kamera-Equipment. Um das Gespielte visuell einzufangen, brauchst du zunächst eine Kamera mit Objektiv. Nimm auch ausreichend SD-Karten zum Speichern und Ersatzakkus mit, falls deiner Kamera mal der Saft ausgehen sollte. Ein Stativ hilft dir, stabile Aufnahmen zu bekommen und minimiert ungewollte Wackler. Ton-Equipment. Ein guter Ton ist essentiell für deinen Film. Ist der Ton schlecht, schalten die Zuschauer weg. Für einen guten Ton brauchst du ein Mikrofon und ein Aufnahmegerät. Zusätzlich solltest du darauf achten, stets ausreichend SD-Karten und Batterien mitzunehmen. Lichtequipment. Damit deine Schauspieler nicht im Dunkeln spielen müssen, brauchst du auch genügend Licht. Wenn das Licht der Sonne mal nicht ausreichen sollte, brauchst du eine andere Lichtquelle und Zubehör. So kannst du das Licht beeinflussen, sodass es zu deiner Geschichte passt. Wenn du deine Technik parat hast, solltest du dir die folgende Frage stellen. Wie viel Zeit benötige ich für den Dreh? Plane ausreichend Aufbauzeit, Drehtage und Abbauzeit ein. Je nach Größe des Projekts solltest du mindestens eine Stunde Aufbauzeit einberechnen. Der Abbau geht meistens schneller. Doch zurück zum Inhalt. Welche Requisiten und Kostüme werden benötigt? Damit deine Schauspieler ihre Rollen überzeugender spielen können und sich ihrer Umgebung besser anpassen können, brauchst du die passenden Kostüme und Requisiten für sie. Auch der Zuschauer wird es dir danken. Welche Personen tauchen denn im Video noch auf? Stell dir die Frage, ob du noch Nebenrollen zu deinen Hauptdarstellern brauchst, die miteinander interagieren. Gegebenenfalls brauchst du auch Statisten, um die Umgebung lebendiger wirken zu lassen. Zu welcher Tages- und Lichtzeit spielt der Film? Die Tageszeit, in der dein Film gedreht wird, hat einen großen Einfluss auf die Atmosphäre und kann dir bei der Erzählung deiner Geschichte helfen. Wenn du diese Fragen geklärt hast, kannst du auch schon anfangen zu drehen. Am besten baust du dir vorher noch ein Team auf, das dir bei der Umsetzung deines Films hilft. Deshalb stellen wir dir jetzt die wichtigsten Rollen am Set vor und welche Aufgaben sie übernehmen. Regisseur. Der Regisseur ist für die kreative Umsetzung des Drehbuchs verantwortlich. Er leitet das Team an, seine Vision der Geschichte umzusetzen. Regieassistenz. Bei größeren Produktionen gibt es eine Regieassistenz. Sie ist die Kommunikationsschnittstelle aller Departements am Set. Kameramann. Der Kameramann ist für die visuelle Gestaltung des Films verantwortlich. Er arbeitet eng mit dem Regisseur zusammen. Gemeinsam konzipieren sie die Einstellungen und den Look des Films. Kameraassistenz. Die Kameraassistenz unterstützt den Kameramann während des Drehs. Er bereitet die Kamera für den Dreh vor und zieht manchmal auch den Fokus. Oberbeleuchter. Der Oberbeleuchter ist für das Setzen des Lichts verantwortlich. Gemeinsam mit dem Kameramann arbeitet er das Lichtkonzept aus und baut die Beleuchtung auf. Tonmeister. Der Tonmeister ist am Set die verantwortliche Person für den Ton. Die Tonangel hält manchmal auch seine Assistenz. Maske und Kostüm. Maske und Kostüm kümmern sich um das Aussehen der Protagonisten im Film. Sie sind verantwortlich für die Kostüme, das Make-up und die Haare. Aufnahmeleitung. Die Aufnahmeleitung ist für den organisatorischen Teil der Produktion zuständig. Sie konzipiert die Produktion, schreibt Dispositionen und koordiniert den Drehtag. Setrunner. Der Setrunner unterstützt alle Departements am Set. Er untersteht der Aufnahmeleitung und kann für alle Aufgaben eingesetzt werden. Jetzt kennst du auch die wichtigsten Rollen an deinem Set und kannst nun endlich mit der Umsetzung deines Films beginnen. Für die bessere Konzeption und Organisation deiner Projekte können wir dir Programme wie Milanote, Yandu und Studio Binder empfehlen.
Weitere hilfreiche Videos findest du bei uns in der Videobeschreibung.